Servus Leute, heute möchte ich euch ein paar Produkte vorstellen, die mir von einem Online-Shop LightAge zur Verfügung gestellt worden sind. Darum geht es um ein Paracord-Armband mit Kompass, Pfeife und Feuerstahl, wie um zwei Materialkarabiner mit Sicherung und ein Karabiner mit integriertem Messer, wie auch kleinen Pits, mit denen man Schrauben lösen kann. Und jetzt schauen wir uns die Dinger mal im Genaueren an. Das Wetter hat sich etwas verschlechtert, deswegen bin ich unter eine Plane geflüchtet. Ich bitte um Entschuldigung um das Prasseln. Ja, anfangen tun wir mal mit einem Materialkarabiner, wo man Flaschen, ähnliches Ausrüstungsgegenstände aller Art dranhängen könnte. Man könnte es an den Rucksack machen, an die Hose, Schlüssel dranhängen. Diese Karabiner sind nicht zum Klettern geeignet, es steht auch extra drauf, not for climbing. Sind aus Aluminium gefertigt, habe ich hier in zwei verschiedenen Farbvariationen. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen einfach mal bei meinen Unternehmungen ganz normal dabei gehabt, an der Hose dran, habe einfach sie benutzt und ich muss sagen, sie funktionieren sehr gut, sie schließen sauber, die verhaken nicht, das ist schon mal was Gutes. Das Gewinde für die Sicherung hätte ein bisschen länger sein können. Nämlich die Mutter quasi, die rutscht dann quasi unten ab. Beziehungsweise es gibt ja auch Karabiner, die haben dann quasi einen Stopper, wo dann eben die Mutter quasi nicht weiter runterzuschrauben sind. Muss ich sagen, funktioniert. Da gibt es jetzt auch keine große Herausforderung. Einen Belastungstest habe ich jetzt nicht gemacht, weil sie sind ja eh nicht zum Klettern gedacht, aber ich denke mal, um jetzt eine Hängematte aufhängen, werden sie jetzt ja wahrscheinlich an ihren kritischen Punkt kommen, denke ich mal, so wie sie aussehen von der Qualität. Aber jetzt normal am Rucksack irgendwas dranhängen. Vollkommen ausreichend und würde ich mal sagen, von der Farbe her, gut, das kriegt jetzt meine Freundin. Aber das mit dem Orangen verschwindet jetzt auch nicht gleich, findet man auch mal wieder, wenn es in die Wiese fällt. Das nächste ist ein Paracord-Armband. Müsste oder denke ich mal, kennt mittlerweile jeder von euch sowas. In dem Fall schwarz. Die Besonderheit ist hier an der Schnalle. Hier ist ein kleiner Kompass drin, den ich überprüft habe mit großen. Der verhältnismäßig sehr gut funktioniert. Das hat mich erstaunt. Die Pfeife. Gut laut. Also ich schätze mal mindestens 100 dB. Kriegt das Ding hin. Und hier ist ein Feuerstahl. Ein kleiner verbaut. Auf der Gegenseite ist das Striker. Zum Herausnehmen und es funktioniert sehr gut und das weiß ich daher, da mir der Sepp Fischer Waldhandwerk schon vor längerem das identische geschenkt hat, allerdings in Oliv, und man sieht hier schon, es funktioniert. Man bekommt jetzt nicht die riesen Funken raus, aber es langt im Notfall ein Feuer zu entzünden. Wenn man sich darauf verlässt, dass man hier einen Feuerstarter hat, bzw. einen Feuerstahl, ist die Übung damit sehr, sehr wichtig. Also dass man auch mit kleinen Funken es schafft, überhaupt die aufzufangen, also so richtige Zunderwahl, sehr, sehr wichtig. Von der Länge des Paracord schätze ich mal, dass es so 3 bis 3,5 Meter sind, wenn man es aufmacht. Ich habe selber schon vor vielen Jahren angefangen, solche Paracord-Armbänder selbst zu knüpfen. Daher weiß ich, das müssten zwischen 3,5 Meter etwas sein. Von der Ausführung muss ich dazu sagen, es ist sehr sauber gearbeitet. Also da gibt es nichts. Man kennt ja immer wieder diese China, Billig-China Paracord-Armbänder. Das sieht man auch immer wieder auf Volksfeste, die verkauft werden. Und das ist die bessere Qualität, möchte ich mal sagen, von Paracord. Möchte fast schon sagen, dass es original ist und nicht so ein Billig-Ding. Wahrscheinlich, oder ich gehe mal davon aus, dass es auch wirklich mit 5 Sehnen ist. Und ja, wie gesagt, Kompass funktioniert, Pfeife toll, Stahl, Feuerstahl funktioniert auch. Habe auch schon ein paar Mal Feuer damit angebracht. Hier handelt es sich um einen relativ großen Karabiner mit einem integrierten Messer. Es hat im hinteren Bereich Serrations, vorne glatte Klinge. Es ist als Einhandmesser konzipiert, als Einhandöffner. Als Rechtshänder
Ich finde nur, wenn man das so in der Hand hat, ist es ein bisschen, ja, viel Abstand in der Hand. Also man hat viel in der Hand. Ich habe jetzt relativ große Hände und also lang schnitzen möchte ich damit nicht. Es hat eine mittelmäßige Gebrauchsschärfe. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angetestet zu schnitzen. Es geht, es gibt schärferes, aber ich kenne auch wesentlich stumpfere Messer. Die Serrations sind meiner Meinung nach auf der falschen Seite, aber das ist eigentlich fast üblich. Die sind, wenn man drauf guckt, auf der linken Seite der Klinge. Ganz selten sind bei Messern die Serrations auf der rechten Seite. Das nur bei sehr, sehr wenigen Modellen und das meistens auch bei hochpreisigeren Ausführungen. Meiner Meinung nach, wie schon gesagt, falsche Seite, weil wenn man als Rechtshänder schnitzt, sind die Serrations auf der Unterseite und somit kann man nicht so schön schneiden oder schnitzen zum Beispiel, als wenn sie jetzt auf der anderen Seite angeschliffen wären. Zum Beispiel bei dem Leatherman Charge, da ist eine Klinge dabei, die nur aus Serrations besteht und da sind die Serrations auf der rechten Seite angeschliffen und das funktioniert viel, viel besser als Rechtshänder, als wenn die jetzt auf der linken Seite sind, da mal diese Messer in der Regel alle für Rechtshänder ausgelegt sind, vom Verriegelungssystem her. Ja, weitere Funktion ist natürlich die Karabinerfunktion. Hier ist jetzt im Gegensatz zu den kleinen Karabiner eine Sperre drin, dass die Mutter, sage ich mal, nicht weiter nach unten rutschen kann. Der Karabiner hakt sich ohne weiteres immer wieder sauber ein, er verschiebt sich nicht zur Seite, also da muss man schon ein bisschen Querbelastung drauf geben, aber er geht immer wieder sauber zu. Ein Tropfen Öl können das vielleicht vertragen, lässt sich schöner drehen. Weitere Funktion von diesem Teil ist dieser Haken, wo ich etwas überlegt habe, für was ist das gut. Es ist ein Flaschenöffner, nehme ich mal an, weil dieses Teil als 5-in-1 Werkzeug vertrieben wird. Ich habe es ausprobiert für unsere, ich sag mal, deutschen bzw. mitteleuropäischen Kronkorken geht es, aber beschwerlich. Da das aus der USA jetzt kam, könnte ich mir vorstellen, dass es bei Kronkorken aus anderen Ländern eventuell besser geht. Ich kenne es zum Beispiel von Kronkorken bei türkischen Getränkeherstellern. Da funktioniert zum Beispiel sowas nicht, diese einfachen Flaschenöffner. Da braucht man dann schon einen größeren Öffner oder zum Beispiel die Victorinox oder Wenger Kapselheber funktionieren auch bei den türkischen Kronkorken erstaunlich schlecht, habe ich festgestellt. Weitere Funktionen haben wir hier oben versteckt. Hier haben wir einmal einen kleinen Kreuzschlitzdreher und einen breiten Schlitz. Der kleine Kreuzschlitz oder Doppelschlitz-Schraubendreher, möchte ich mal behaupten, ist so klein, dass man da eigentlich kaum Anwendungsmöglichkeiten für hat. Eine Nummer größer fände ich wäre jetzt hier praktischer, könnte man öfter anwenden. Der Schlitzschraubenzieher, gut, den kann man auch alternativ beim Schnitzen eventuell verwenden, wenn man was schaben möchte. Großer Nachteil bei diesen zwei kleinen Werkzeugen, die haben keinerlei Sicherung, die sind klappen sehr leicht ein, also werden bei mir wahrscheinlich nie wirklich Verwendung haben. Nochmal zu dem Messer und dem Karabiner Kombination. So lässt sich das Messer sehr schön heben. So lässt es sich auch schön aufklappen. Aber was ist jetzt? Ich schnitze von mir weg. Die Klinge ist auf der falschen Seite. Also das Konzept ist meiner Meinung nach nicht wirklich durchdacht. So schnitzen hat man nicht wirklich die Kontrolle, habe ich ausprobiert. Also man müsste schon voll greifen, aber da hat man sehr viel in der Hand. Also wirklich ein Notmesser, das man beim Klettern eventuell irgendwie sich mit an das Klettergeschirr dranhängt, dass man eben im Fall der Fälle ein Messer hat. Dafür gibt es aber meiner Meinung nach wesentlich bessere Kombinationen aus Karabiner und Messer bzw. Messer, wo große Löcher drin sind, dass man es auf einen Karabiner hängen kann.
werdet ihr bestimmt auch schon mal gesehen haben, extra für den Kletterbedarf, um sich im Fall der Fälle losschneiden zu können. Da wäre auch dann viel besser eigentlich, wenn das Messer durchgehend Serration hat und nicht nur im hinteren Bereich. Also ein nettes Gimmick, okay, aber im Großen und Ganzen jetzt wirklich aktiv einsetzen werde ich dieses Teil nie. Ja, mein Fazit über die vier Produkte bzw. drei, der Karabiner war ja nur lediglich in einer anderen Farbausführung. Durchweg kann man sagen, eigentlich vernünftig verarbeitet, das ist jetzt kein purer Shit, sage ich mal. Es ist gute Qualität, es geht aber auch besser. Absolut mein Favorit von diesen vier Sachen ist das Paracord-Armband, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kompass funktioniert, Feuerstahl funktioniert, Zweiger. Ist ein bisschen frickelig, man muss gucken, dass man auch immer gleich zurücksteckt, dass man nicht verliert, weil das wäre dann schlecht, weil mit einem Messer oder ähnlichem kommt man dann schlecht zwischen diesen Plastikclip hin. Aber sonst ist dieses Ding richtig top und für den Fall der Fälle hat man Schnur, man hat Feuer, weiß, wo man hinlaufen muss und kann auch noch Signale geben. Also das ist mein absoluter Favorit von diesen ganzen Produkten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch mal wieder ein paar Produkte vorstellen. Vielleicht war für den einen oder anderen was Nützliches dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier mal ein paar Videos von mir wieder anguckt. Ich weiß, ich habe die letzte Zeit ein bisschen wenig gemacht. Ich hatte viel zu tun. Ich gebe mir Mühe, wieder mehr Videos zu machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.